Wer wird Weltmeister? Frankreich oder doch Kroatien? Wir sind im Finale im Luzhniki-Stadion in Moskau. Und Frankreich dürfte leicht favorisiert sein aufgrund der individuellen Qualität. Aber wenn man sagen müsste, wer hier die bessere Mannschaft wäre, würde ich eher dazu gehen, Kroatien da zu nennen. Warum? Sie haben in jeder K.O.-Phase bzw. K.O.-Runde hinten gelegen, Moral bewiesen und sind wieder zurückgekommen, haben sich immer durchgesetzt bisher, haben Geschichte geschrieben und könnten jetzt zum allerersten Mal Weltmeister werden. Auf der anderen Seite Frankreich natürlich auf dem Weg zum zweiten Titel. Das werden wir aber jetzt hier erstmal in den nächsten 90 Minuten vielleicht sogar mehr sehen. Hernandez mit der ersten Möglichkeit wieder in der Mitte klärt diesen Flankenversuch. Kanté findet dann Griezmann, der ist völlig frei und der Schuss landet bei Subasic, der kann den parieren. Dann schießt eine Ecke von Griezmann reingetreten, der bringt den rein, Pogba ist da und der Schiedsrichter gibt Elfmeter, weil Luka Modric mit der Hand dran war, wie wir hier sehen. Natürlich bitter in dieser Situation, Kroatien direkt durch sowas möglicherweise hinten und Griezmann macht den Elfmeter rein, 1-0 Frankreich. 11 Minuten gespielt, die Franzosen führen. Durch den Schimmer von Atletico Madrid. Und das ist extrem bitter für Kroatien, nach so einer Situation direkt hinten zu legen. Da kann Subasic dann auch nichts machen. Bleibt in der Mitte stehen, spekuliert darauf. Dann die erste Möglichkeit für Kroatien. Mandzukic über die linke Seite. Bringt den Ball flach in die Mitte und das Ante Rebic macht den Ausgleich. Ganze 9 Minuten später. Und macht die Partie wieder offen. Natürlich wird da zusammengejubelt, wie man das kennt. Das haben sie schon öfters gemacht in dieser WM. Aber das war zu einfach. Ante Rebic läuft da erstmal Hernandez davon und der Ball in die Mitte. Ganz stark gespielt von Mandzukic. Dann ein ganz starker Pass auf Ante Rebic. 35. Minute. Der versucht es mit einer Flanke. Pavard ist dazwischen, kann den Ball klären. Und Rakitic mit dem Schussversuch wird abgeblockt. Und das war auch die letzte Möglichkeit in der ersten Hälfte. 45 Minuten bleiben beiden Mannschaften noch, um das Ganze für sich zu entscheiden. Ausgeglichene Partie in der ersten Hälfte. Kroatien mit der ersten Möglichkeit in der zweiten Hälfte. Kurz nach wieder an Pfiff, Rakitic, Modric. Der Pass kommt irgendwie zu Perisic, der wird da ein bisschen behindert, kann den Ball aber trotzdem noch so bringen. Aber Lloris ist da, fängt den Ball. Auf der anderen Seite, Griezmann. Mit dem Haken, versucht in die Mitte zu gehen, mit den Übersteigern wird dann gefoult oder gelegt von Verseiko, aber der Schiedsrichter sieht das nicht als Elfmeter an, auch die richtige Entscheidung. Dann wieder Kroatien mit Brozovic, der verliert den Ball und jetzt der Konter, Pogba, ganz offen ist hinten Kroatien dann, Mbappé, der ist schnell, das wissen wir schon. Immer noch Kylian Mbappé, der legt den Ball in den Rückraum für Antoine Griezmann, 2-1, Frankreich geht in Führung, 70. Minute. Und noch ganze 20 Minuten auf der Uhr für Kroatien, das Ganze auszugleichen und zumindest in die Verlängerung zu gehen. Aber das war ein exzellenter Konter, der dann im Endeffekt von Antoine Griezmann vollendet wird, der hier einen Doppelpack macht und seine Mannschaft auf die Siegerstraße aktuell bringt. Kurz darauf wieder Frankreich. Kroatien muss natürlich jetzt hinten aufmachen, weil sie vorne noch angreifen wollen. Möchten natürlich den 2:2 Ausgleich machen. Und der Kopfball von Mbappé wird von Subasic pariert. Dann Kroatien mit Perisic und der findet Rebic, aber der Ball am Tor vorbei. Wir sind schon mittlerweile in der Nachspielzeit. Verseiko bringt den Ball nach vorne. Perisic abgeblockt von Umtiti, dieser Schussversuch, und es gibt nochmal Ecke. Die anschließende Ecke. Modric bringt den Ball rein. Perisic wird abgeblockt von Raphael Varane. Der klärt den Ball und dann war's das. Frankreich holt zum zweiten Mal in ihrer Geschichte die Weltmeisterschaft, gewinnt die WM 2018 in Russland. Und auf der anderen Seite Kroatien enttäuscht, aber sie können trotzdem auf ihre Leistung sehr stolz sein. Man hat Geschichte geschrieben, man war zum ersten Mal bei einem Finale bei einer WM. Auch wenn die Partie am Ende sehr ausgeglichen war, hatte Frankreich aber dann doch ein bisschen mehr Glück.